So, liebe Leute, eine neue Woche, eine neue Folge. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Crew 2. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir machen heute weiter mit dem Street Race. Habe ich irgendwie ein bisschen Bock drauf. Wir sind natürlich heute, also das heißt, wir sind natürlich, wir sind heute mal wieder alleine. Die Revi ist leider nicht am Start und wir machen aber ein bisschen Just for Fun. Und zwar mit dem nächsten Event, und zwar Downtown Detroit. Ich muss heute wieder die Woche wieder ein bisschen vorbereiten. 8 Folgen stehen jetzt erstmal an. Also nicht heute in der einen Aufnahme, sondern in der heute und morgen wahrscheinlich. Und mal gucken, wie weit wir heute kommen. Ja. Und wir gehen rein mit unserem Ferrari. Wo die Autokultur geboren wurde. Atme tief ein. Und du riechst die Geschichte. Wie toll ist das, hier zu fahren. Da steht unter einem Loch ein Ferrari, aber ich hier gerade richtig gesehen. Ne, ist ein Mustang, okay. Wir sollen Top 3 erreichen. Entschuldigung, ich muss hier mal durch. Dritter müssen wir werden, auf jeden Fall, Minimum. Ja, sag ja da. Na, ah, ich schramm dich. Du rammst dich einmal, egal, passiert nichts, aber ich ramm dich, dann bist du auf jeden Fall mal wieder Letzter. So. Was war irritiert, ey. Da sagt er mir erst, siegt verlassen, dann hat er den doch genommen. Und deine scheiß Viper mal aus dem Weg. Zweiter ist auch nicht tragisch. Momentan nur Fünfter, aber die gute ist die zwei da vorne. Drei da vorne sind. Also jetzt, wenn wir Zweiter werden, ist es auch nicht weiter tragisch. Sind wir zumindest mal wieder Zweiter, aber davor ist schon Amy. Zweiter Reihe würde ja, wie gesagt, reichen. Top 3 gibt es, brauchen wir ja nur. Vielleicht gewinnen wir das Ding ja sogar noch. Ah, reicht halt nicht. Um das Rennen zu gewinnen, aber egal, wir sind zumindest mal auf jeden Fall Zweiter geworden. Das reicht ja dann, um das Event abzuschließen. Da habe ich mir den Loot-Zeugs mit. Wir bauen mal kurz irgendwie das Auto ein.
Nur ein Teil gekriegt, okay. Ja. Unser F12 verdient, da müssen wir ja mal ein bisschen auf die Sprünge helfen. Wir machen weiter. Geht weiter mit Strip West. Hörst du das? Der Sound amerikanischer Muscle Car Motoren, mein Freund. Diesen Klang spürt man in den Knochen. Okay, amerikanische Muscle Car. Fahrt doch mal weg. Go. Ich hab's halt auf den letzten Drücker noch gepasst. Auch hier sollen wir wieder die Top 3 erreichen und das ist das ähnliche Starterfeld wie eben auch. Mit dem gelben Chevy. Zumindest fühlen wir jetzt mal. Alter, was ist das für eine Streckenführung hier? Geil. Was ist denn das für eine Kackstreckenführung hier? Nach dem Motto, egal, du wirst ja den Parkplatz bezahlt oder den Parkplatz reingehauen, damit einfach alles an dir vorbeigeht, oder was? So, da muss ja noch einer vorbei, stimmt ja. Muss ja Achter werden. Nur ein kleiner Rückschlag. Sieh zu, dass er vorübergehend ist. Alter, was ist denn hier für eine Streckeführung, ey? Du hast gar keine Chance, du siehst die Strecke nicht. Und du wirst einfach weggerammt, bis zum geht nicht mehr. Hauptsache, du bist irgendwie Letzter oder so. Das ist ja. Ja, das ist zumindest der Siebte, aber es bringt ja nichts, weil wir eh abgeschlagen sind. Zumindest Sechster. Alter, du fick dich, du fährst eh komplett außerhalb. Boah, Alter, was ist das denn für eine Streckenführung? Ey, da steht ein Baum auf der kompletten Map und wer fährt da rein? Natürlich ich, ey. Damit Hauptsache, du kannst nicht, kommst nicht in die Vorgabe. Was ist das für ein Mann? Ey, das ist schlimm. Sechster, keine Chance, irgendwie da die Top 3 mal zu fahren.
nicht meine Strecke, definitiv nicht. Bisschen konzentrieren. Erster Platz. Keine Ahnung, wie du das machst, aber mach weiter so. Aber gleich Halbzeit des Rennens. So, das Ganze jetzt nochmal und dann haben wir es. Für die blaue Viper da mir vorbei. Entschuldigung, ich muss ja noch vorbei und wir haben den zweiten Versuch, das Ding gewonnen. Yes! Da vorne ist wieder Loot. So, den Scheiß bauen wir jetzt mal wieder ein, damit wir das auch. Wenn du nicht in der Liste bist, gehörst du nicht. Hm, nicht weiter tragisch. So. Eingebaut. Eingebaut. Und das neue Fahrwerk auch eingebaut. Perfekt. Wunderbar. Zu den 10 besten Fahrern. Wenn du nicht zu den 10 besten Fahrern gehörst, bist du ein Nobody. Hm. Ich will nicht mit Nobodies reden. Klar, ich rede nicht mit dir. Das habe ich jetzt schon viel zu lange getan. Ist wieder ein Rennevent. So, versuchen wir die mal ein bisschen zu ärgern. Oder? Ah, komm. Vielleicht was drum. Wir müssen mal ein bisschen vorankommen. Aktivitäten. So, was machen wir denn hier? Ah, wir haben ja noch einen Rennen nur noch. Der heißt der Unfall. Da fahren wir noch in dieser Folge.
Dieses Rennen ist verdammt wichtig. Wenn du gewinnst, haben sie dich auf dem Schirm. Es ist deine Chance, dir einen echten Namen zu machen. Also lass dir das nicht vermasseln. Versuchen wir es mal. Weltrekord ist bei 1 Minute 21. Aber ich weiß nicht, ob die Weltrekorde wirklich mit rechten Dingen zugehen. Der geht ja seelenruhig durch. Cool, wir sollen wieder die Top 3 erreichen. Das ist unsere Aufgabe. Ja, mal gucken. Hier fliegen Fahrräder und allen möglichen Scheiß. Ja, lass mich in Ruhe, Alter. Danke, du Penner. Ich muss dich wegrahmen. Du musst auf jeden Fall irgendwo weg. Du kannst gar nichts machen. Du musst Achter sein. Ja, ja. Achter Platz ist für dich reserviert. Idiot, ne? Natürlich, jetzt ärgert mich das jetzt gerade, dass ich wieder so ein Penner da weggerammt wurde. Ah, vielleicht haben wir noch alles drin. Hä? Oh, das sieht verdammt übel aus. Wir müssen helfen. Willst du jetzt verarschen? Oh Mann, ganz vorsichtig. Er hat vielleicht innere Verletzungen. Keine Zeit auf einen Krankenwagen zu warten. Er muss schnell ins Krankenhaus. Wir machen das, okay? Wir kümmern uns selbst darum. Okay, wir fahren kein Rennen, wir fahren jetzt ins Krankenhaus mit dem Kollegen. Geh weg! Vorsichtig, du darfst ihn nicht so sehr durchschütteln. Aber du darfst auch nicht zu lange ins Krankenhaus brauchen. Ah, nimm deine Mühle da weg, Alter! Ach ja, genau, da stellt man sich doch... Gott, stellen wir uns halt noch ein bisschen... Stellen wir uns ein bisschen in den Weg. Du musst ja da irgendwie weg, du musst ja das jetzt denn hier nicht... Oh, nimm deine Kackmühle da weg, Mann! Ach so, ja, da rammt man aber nochmal nach. Und deswegen müssen wir legal werden. Damit jemand da ist, der helfen kann, falls mal etwas schief geht. Geschafft, oder? Oder wer weiß wie? Klasse gefahren und das für eine gute Sache. Wir haben hier einen Verkehrsunfall. Bereitet die OP vor. Vielen Dank. Hol naja. Sofort die Trage. Wir bringen ihn rein. Keine Sorge, er ist jetzt in guten Händen. Gut. Haben wir das Ding jetzt geschafft oder müssen wir da jetzt das Rennen nochmals Achter aufholen? Nein, müssen wir nicht. Halbe Minute Vorsprung. Passt, wir haben noch Zeit genug gehabt. Sehr gut. Hier vorne ist das Loot-Zeugs. Und dann...
Du musst wissen, die Rivalität besteht nur auf der Straße. Sobald das Rennen vorbei ist, stehen wir alle auf derselben Seite und kümmern uns umeinander. Einer von uns hat ein Problem. Die Leute helfen ihm. Sieger, Verlierer, wir gehören alle dazu und wir wissen das. Ich wollte gerade sagen, nehmt ihr mir, lässt ihr mich durch die Cutscene jetzt das Loot nicht einsammeln, weil das brauchen wir nämlich auch. Auspuff, Motorblock und neues Getriebe und dann einmal neue Bremsen. Die bauen wir noch ein und dann würde ich sagen, wir haben mal die Folge. Gut. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir hier die Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ach, da sind wieder zwei Jungs, okay. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play The Crew 2. Und dann freue ich mich, wenn ihr wieder mit am Start seid. Und dann machen wir auch weiter mit den nächsten Dings. Ich denke, dann gehen wir mal wieder ein bisschen wegfahren. Bis dahin oder Wiedersehen.